Liebe Freunde der paradoxen Strategie, willkommen zurück zu diesem Let's Play March of the Eagles. Es ist der 16. Februar 1813. Ja, und wir sind in dem Jahr, in dem historisch eigentlich die antifranzösische Allianz ihre wichtigsten Siege errungen hat, aber uns ist das leider nicht gelungen. Wir haben hier einen ganz schweren Stand. Die Franzosen sind im Norden durchgebrochen. Dagegen konnte man, glaube ich, schwer was machen. Sie sind einfach zu stark, was die Militär, Taktik, Technologie etc. betrifft. Allerdings haben wir uns hier auch nicht besonders glorios angestellt, muss man auch mal sagen. Also, und zum Beispiel hätte ich durchaus auch mich in die Mauern einer Stadt zurückziehen können. Dann wäre vielleicht Lübeck zum Beispiel nicht gefallen. Nun gut. Es ist passiert und jetzt müssen wir damit umgehen. Allerdings, um mal ehrlich zu sein, eigentlich geht es jetzt nur noch darum, so schnell wie möglich einen Frieden irgendwie zu schließen, denn dieser Krieg ist meines Erachtens nicht zu gewinnen, einfach weil wir null Manpower haben, die Franzosen deutlich mehr und sie bekommen auch deutlich mehr. Also Frankreich hier 145.000 Mann Stärke und wir haben gar keine. Also da ist nicht besonders gut zu kämpfen unter diesen Voraussetzungen. Ja, bloß wie schafft man einen Frieden mit Frankreich? Im Moment wollen sie nicht unter keinen Bedingungen. Ich zeige es euch mal. Tribut anbieten. Ich biete mal Hamburg an. Das würde ich vielleicht sogar machen. Lübeck würde ich natürlich nicht, aber auch das würden sie nicht annehmen. Also ist es weit von einem Frieden entfernt. Es geht eigentlich nur ein Weg. Wir müssen den Franzosen so viel wie möglich Schaden und Verluste zufügen und gleichzeitig so wenig wie möglich selbst einstecken und dann hoffen, dass sie irgendwann ihnen dieser Krieg zu blutig, zu teuer wird und sie dann doch einen für uns noch einigermaßen erträglichen Frieden schließen. Tja, die Frage ist bloß, wie kriegt man das hin? Wir haben hier noch zwei einigermaßen vernünftige Armeen, die königlich-preußische und der Blücher und die ostpreußische Brigade. Und da, genau, von Bülow. Ja, mit denen zahlenmäßig können wir es zumindest einigermaßen aufnehmen, aber ihr wisst ja, die Franzosen kann man, glaube ich, nur erfolgreich bekämpfen, wenn sie etwa halb so stark ist wie man selbst. Und hier haben wir noch diese Sachsenarmee. Und da ich eh keinen Manpower habe und es ewig dauert, ehe diese beiden Armeen auf voller Stärke sind, werde ich jetzt die Sachsenarmee an die Sachsen zurückgeben. Das ist ja nur eine Expeditionsarmee. Und die ist. Von diesen 22.000 Mann sind 7.000 reine Versorgungstruppen, also die ist quasi zerschlagen, diese Armee. Allerdings werde ich meine Anführer abziehen, denn ich habe das letzte Mal gesehen, dass die Anführer tatsächlich weg sind. Was auch irgendwie ein Bug ist, muss man sagen, wenn man das Heer zurückgibt. So, das will ich jetzt auch tun. Sachsen Expeditionskorps zurückschicken. Die Sachsenarmee. Ja. Und zwar hoffe ich drauf, dass die, ich glaube, sie haben 7.000 oder 8.000 Manpower immerhin, dass die die Armee wieder einigermaßen aufbauen, sodass sie dann für mich mal irgendwann wieder einsatzfähig sein wird. Aber okay. Mal sehen, wann das soweit ist. Ja. Ansonsten will ich hier mich nochmal um meine Beziehung kümmern. Russland steht ja ganz gut. Gut, allerdings will ich auch die Beziehung zu Frankreich sabotieren. Sie haben nämlich noch ziemlich gute Beziehungen. Und das kostet mich 10 Prestige, aber ich mache es trotzdem. Und ebenso schaue ich mir mal nochmal Österreich an. Da haben wir ja sehr schlechte Beziehungen. Allerdings ist Österreich auch ein Feind von Frankreich. Insofern werde ich doch mal Beziehungen verbessern versuchen mit Österreich. Gut, soweit so gut. Ansonsten will ich nur mal kontrollieren, dass meine kleinen Armeen
nicht kämpfen, sondern ne, die nicht, aber die genau, sie Kampfhandlung aus dem Weg gehen, das ist Sinn der Sache. Ah ne, die haben es nicht, das will ich noch einstellen. Und hier auch, super. So, Ideen 74. Dauert noch etwas. Und jetzt müssen wir hier irgendwie mit umgehen, mit dieser schwierigen Situation. Na, lassen wir es mal so. Er zieht jetzt nach Güstrow, das ist ganz okay. Die marschieren nach Rostock. Ja, jetzt wollen wir nochmal beobachten, wie der Spaß hier weitergeht. Okay, sie gehen weiter nach Warnemünde und die gehen nach Rostock. So, jetzt wird Rostock gestürmt. Mit 84.000 Mann stehen die Franzosen jetzt dort und stürmen die Stadt. Ja, da kann ich jetzt erstmal gar nichts tun und muss das echt mit ansehen, dieses traurige Schauspiel, wie die schöne Hansestadt Rostock jetzt von den Rostockern, von den Franzosen gleich besetzt wird. So, und Italiener sind hier in Braunschweig, aber hier mit minimal 621, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir beobachten weiter diese Niederlage in Rostock. 2300 Männer haben die Franzosen verloren. Nun gut, das hätte auch ein bisschen mehr sein können. Okay. So, sie marschieren weiter. Jetzt versuche ich mal hier so ein bisschen in den Rücken zu laufen. Mal gucken, ob, wie weit wir damit kommen. Okay, jetzt sind da noch Überbleibsel dieser Garnison, die jetzt nochmal angegriffen werden. Die jetzt natürlich vernichtet ist, ganz klar. So, die kommen jetzt leider zurück. Schade. Aber erstmal stehe ich hier ganz gut, so wie ich stehe. So, was passiert denn jetzt? Die marschieren mit ihrer großen Armee nach Schwerin. Okay. Jetzt ist die Frage. Bleibe ich hier stehen? Ja, ich glaube, ich bleibe erstmal stehen und kann dann möglicherweise reagieren. Je nachdem, in welche Richtung sie gehen. 28. Februar sind sie da. Ups. So, Münster wird angegriffen. Oh, da habe ich irgendwas weggeklickt. Ich glaube, Dänemark ist irgendwie. Können wir es hier nochmal nachlesen? Ja, Dänemark ist dem Bündnis von Frankreich beigetreten. Oh, nö. Da kommen gleich die nächsten in den Krieg. Das ist ja wirklich lästig. So. Was passiert denn hier? Hier marschieren 36.000 Mann jetzt auf Ludwigslust zu. Okay, dann gehe ich natürlich jetzt mit meiner gesamten Armee da auch rein und hoffe mal, dass wir da erfolgreich kämpfen können. Nein, sie drehen wieder völlig ab. Jetzt marschieren sie nach Güstrow. Na gut, dann marschiere ich hier einfach mal nach Lübeck und gucke mal, ob ich nicht die Stadt irgendwie zurückerobern kann. Das wäre doch auch ein gewisser Clou. Oh ne, jetzt gehen sie natürlich voll auf Lübeck, das wollen wir nicht. Oh, das ist hier ein Wabang-Spiel. Jetzt bleibe ich komplett wieder stehen. Und sie bleiben dabei, dass sie alle in Richtung Lübeck marschieren. Gut, dann warte ich mal ab. Sollen sie doch dahin marschieren? Aha, jetzt wollen sie mich hier kriegen und jetzt muss ich natürlich dringend abhauen, ganz klar. Ist die Frage, schaffe ich das überhaupt? 9. März? 7. März, das ist ja ganz schlecht. Hier, 8. März, 7. März, oh Gott, die haben mich jetzt tatsächlich in der Falle. 7. März, Lüneburg. Und in Lauenburg wäre ich am 8. März und in Schwerin, wann wäre ich da? Am 8. März. Das ist ja ätzend. Das ist ja wirklich ätzend. Jetzt ist die Frage,
könnte man es mit denen sogar aufnehmen, vielleicht 95.000 gegen 69.000 oder fliehe ich lieber? Das ist die spannende Frage. Lüneburg, 7. März. Jetzt ist das ist immer wirklich schlecht, wenn Sie hier keine Uhrzeit angeben. Ob man noch rechtzeitig fliehen kann. Wisst ihr was? Ich mache es einfach so. Ich marschiere mit dieser Armee hier hin. Und im Notfall kommen die halt 2 Tage später und können vielleicht noch das Blatt drehen. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich eigentlich nach Lüneburg. Aha, er stoppt ab. Sehr gut. Spitzenmäßig sogar. Dann bleiben wir ebenfalls stehen. Und mit denen auch. Und jetzt warten wir mal ab, bis die in Lauenburg sind. Und dann greifen wir diese Truppe hier an. Jetzt ist die Frage, ob wir das noch schaffen. März, 10. März, tatsächlich, wir schaffen es noch. Jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie. Ah, sie drehen um, kommen aber nur mit 43.000 Mann am 10. März an. Und wir sind am 9. schon da. Gut, das ist jetzt die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit und mal sehen, was uns da gelingen wird. Okay. Sie haben sogar. Ach Scheiße, unsere Flotte wird angegriffen. Im Rostock-Kanal. Was ist denn das überhaupt? Rostock-Kanal? Na gut, egal. Hier sind wir erstmal derbe überlegen. Und hier könnten wir vielleicht ja auch sogar gewinnen. 6 gegen 1. Nun gut. Oder es ist unsere Transportflotte. Ja, das ist unsere Transportflotte. Natürlich, die hat keine Chance. Aber egal, da haben wir nicht aufgepasst. Die musste nämlich ausschiffen, weil Rostock erobert wurde. Da hätte ich sie einfach in einen anderen Hafen schicken sollen. Da habe ich gepennt. Aber jetzt schauen wir erstmal die Schlacht von Schwerin an. Und hoffen, dass wir das aber sowas von überlegen gewinnen sollten. So, jetzt ist natürlich die gesamte gegnerische Armee. Ein Teil zumindest hier auch, aufgrund des zum Donnern der Gewehre marschieren. Jetzt wird auch noch Kassel belagert, aber das sind nur 5.000. Ja, jetzt wird es natürlich noch spannender. Jetzt sind hier 31.000 Mann am Start. Jetzt sind es schon 40.000. Na gut, aber immerhin können wir dann auch ziemlich viel von denen vernichten. 9.000, ja, das sieht gut aus. 7.000, oh. Das sieht gut aus, Leute. Hier kommen zwar nochmal 33.000, aber. Und der Murat, aber ich hoffe, sie kommen zu spät. Wann sind die denn da? 13. März, 2 Tage. Oh, in 2 Tagen haben wir doch die Armee fast vernichtet. Los, jetzt haut nochmal ordentlich durch. Jawohl. Sehr schön. Das ist jetzt ein Selbstmordkommando von Murat, dass er da noch reingeht. Freunde, 56 gegen 12. Wir haben es geschafft. Wir haben die Franzosen aber sowas von derbe vernichtet. Und jetzt warten wir, ob Murat tatsächlich noch ankommt oder bricht er ab. Nein, er kommt tatsächlich noch an. Ich lache mich scheckig. Jetzt will er sich nochmal eine Packung holen, oder was ist das? Jawohl. Das ist ja gleich die nächste Armee. Kommt auch noch der Rest zur Hilfe. Das wird ja eine zweite derbe Niederlage. So, jetzt sind ja, keine Ahnung, alle möglichen französischen Armeen. Magdeburg von Italien, das interessiert uns jetzt alles nicht. Nochmal 32.000 besiegt. Leute, wir haben die gesamte französische Flotte besiegt und ich sehe gerade hier, dass die Briten mir sogar hier zu Hilfe kommen. Das ist ja unglaublich. Eigentlich könnte ich ja auch mal mit meinen Schiffen hier auch noch mal rein starten. Ich habe ja auch noch ein paar. Aber da kommen wahrscheinlich auch gleich die Dänen an. Aber die sind, glaube ich, noch gar nicht im Krieg. Auf jeden Fall, das ist wirklich ein Jubel wert. Es ist uns tatsächlich gelungen, die Franzosen hier vernichtend zu schlagen. Die gesamte französische Armee ist hin. Sowas von hin. Und jetzt heißt es natürlich schleunigst. Jetzt gucken wir mal, wie viel, man sieht nicht, wie viel Verteidiger drin sind. Aber jetzt heißt es natürlich schleunigst die Städte zurückerobern.
erobern, die wir verloren haben. Ja, das hier unten, das ist alles Geplänkel, was da belagert wird. Das ist nichts Ernstzunehmendes. So, wir belagern Rostock. Ach, da sind nur 971.000 Mann. Kein Problem, da können wir eine Armee gleich weiterschicken. Und zwar welche? Die schicken wir gleich nach Lübeck und mit der anderen machen wir den Sturmangriff auf Rostock und holen uns unsere Stadt zurück. Ja, jetzt kommt da noch was zur Hilfe. Irgendwas wird belagert. Ja, Murat ist nochmal völlig besiegt worden. Allerdings müssen wir, glaube ich, diesen Sturmangriff jetzt nochmal befehlen. Genau. War schon wieder zum Donnern der Gewehre. So, jetzt ist Dänemark wieder mit im Krieg, was schlecht ist. Aber jetzt kann zumindest mal Großbritannien hier irgendwie agieren, indem sie zumindest hier oben Dänemark angreifen. Aber vielleicht versetzt sie das ja irgendwie intellektuell in die Lage, mal ihre Flotte zu holen und ihre riesigen Armeen hier aufs Festland zu bringen. Das ist eine Sache, die mich sowas von wütend macht. Nun gut, kümmern wir uns erstmal um Rostock, das jetzt endlich wieder in unserer Hand ist. Und jetzt geht es natürlich gleich weiter nach Lübeck. So, das sind jetzt alles irgendwelche Mini-Armeen, die hier unten agieren. Das interessiert uns aber nicht. Uns interessiert nur Lübeck. Oh, da sind ja nur 130 Mann drin. Also Sturmangriff natürlich. Das ist eine Sache von einem Tag. Ja, überhaupt gar kein Thema. Damit haben wir Lübeck wieder zurückerobert. So, jetzt gehen wir hier komplett durch nach Hamburg. Das unten ignorieren wir alles. Was ist hier los? Hier belagern. Ach, das ist alles lächerlich, was die Franzosen hier derzeit aufzubieten haben. Ja, schade. Österreich nicht im Bündnis mit Großbritannien. Das wäre echt nett. Aber es ist uns nicht gelungen. Und jetzt geht's gegen die wieder 4.800 Mann einfach weggebrutzelt. Und jetzt holen wir uns doch Hamburg. So, komm. Alle nach Hamburg. Das ist die späte Rache. So, da sind wir in Hamburg. Und da sind auch nur 800. Meine Güte, die haben ja überhaupt gar keine Verteidigung dagelassen. Da brauche ich ja eigentlich nur mit einer Armee rein. Die anderen kümmern sich jetzt hier um. Nein, wir gehen hier lang, bitte. Nicht durch feindliches Gebiet. Bis hier. So soll's sein. Und den Sturmangriff kriegen wir doch so locker gebacken. Ja, wunderbar. Damit ist die gesamte von Frankreich eroberten Gebiete wieder in unserer Hand, während wir immer noch Trier und Koblenz besitzen. So, liebe Franzosen, jetzt hat sich das Blatt doch schon mal wieder deutlich gewendet. Seid ihr denn jetzt vielleicht mal bereit für einen weißen Frieden? Nein. Tribut anbieten. Bisschen Geld. Gefällig. Nee, machen sie auch nicht. Verträge aufkündigen. Ach, die sind überhaupt nicht bereit für einen Frieden. Oh, dieser Krieg wird nicht so schnell vorbeigehen, befürchte ich, liebe Leute. Aber gut. Ich werde jetzt allerdings nicht den Fehler machen und jetzt groß auf französisches Terrain vorstoßen, weil mich das wieder ohne Ende Manpower kosten wird. Und ich will jetzt einfach mal wirklich sparen und warten.
Nun gut, aber ich denke, nach den derbe schlechten Kämpfen in der Vergangenheit oder in der vergangenen Folge war das jetzt wirklich mal positiv und es ist doch erstaunlich, wie schnell sich so ein Blatt wieder wandeln kann, ne? Unglaublich. Nun gut, also ich habe immer noch null Manpower, aber ja, dadurch, dass ich auch die Provinzen wieder erobert habe, bekomme ich jetzt schon wieder 400 mehr pro Monat. Das ist auch etwas, was man bedenken muss bei der Eroberung von Feindprovinzen, dass dem dann das Manpower dieser Provinzen fehlt. Ja, und mir fehlte das jetzt extrem. Das waren nämlich drei sehr Manpower starke Provinzen. Hier 4.500 ist schon heftig. Hamburg, das ist 871, ist nicht so doll. Ja, das ist also vor allem Hamburg insofern. Wow. Schon wichtig, dass ich das zurückerobert habe. Okay, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und ja, es ist spannend, wie dieser Krieg weitergeht, ob wir irgendwas reißen können. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer